Herr Bundesminister, ja, ich möchte gleich anschließen, als Obmann des Ausschusses, wo die Frau Kollegin Kocharowitz aufgehört hat. Es war wirklich schade, dass wir im letzten FIT-Ausschuss nicht die Möglichkeit hatten, wirklich inhaltlich auch über die Anträge zu sprechen, die von der Opposition gebracht worden sind. Und wie die Kollegin Kocharowitz auch gesagt hat, das sind Anträge, die am Puls der Zeit sind. Das sind Anträge, die uns wirklich in vielen Bereichen weiterhelfen könnten und würden. Und ich verstehe nicht, warum man überhaupt die Diskussion dazu verweigert. Natürlich kann man es anpassen, aber man sollte wenigstens einmal drüber reden. Und diese Unsitte, die greift immer mehr um sich. Auch im FIT-Ausschuss tut mir als Vorsitzender entsprechend leid, dass wir hier politisch eigentlich durch die Regierungsparteien wirklich gelähmt werden und dass wir da keine konstruktive Arbeit zusammenbringen und dass auch die Regierungsparteien gar nicht einmal auf die Idee kommen, uns in solchen Zusammenhängen zu kontaktieren und den Versuch unternehmen, dass man hier zu einer Lösung kommt, dass man auch wieder, wie es früher auch möglich gewesen ist, wirklich Anträge zusammenbringt, die dann auch von allen Parteien getragen werden. Also ich glaube, diese Kultur der Diskussionsverweigerung, die gehört jetzt wirklich einmal durchbrochen, vor allem wenn es so viele Probleme in diesem Land gibt, die uns ja tagtäglich beschäftigen. Ich möchte mich jetzt noch beziehen auf den Tagesordnungspunkt mit der Zusammenlegung der Wetterdienste. Das ist definitiv eine alte Forderung auch von uns Freiheitlichen gewesen. Wir sind froh, dass man jetzt einmal einen ersten Schritt in diese Richtung gemacht hat, wenngleich das Ganze auch aus unserer Sicht relativ lange gedauert hat. Den ersten Ministerratsvortrag dazu gab es bereits im Jahr 2019, damals auch in der Regierung ÖVP und FPÖ, und jetzt liegt sozusagen endlich der fertige Entwurf da. Wie gesagt, wir halten das für grundsätzlich gut, einfach deswegen, weil es immer auch ein Prinzip der Freiheitlichen ist, dass man einfach schaut, die Verwaltung zu verschlanken. Das passiert in dem Fall aus unserer Sicht natürlich. Aber eines ist auch klar, und da werden wir ganz genau darauf hinschauen, und da wende ich mich vor allem an die beiden Regierungsparteien. Wir wollen nicht haben, dass das neue Institut sozusagen jetzt ein Generator für Green oder für Black Jobs oder für Green oder für Black Deals wird. Ja. Das heißt, wir werden ganz genau schauen, was sich dort personell tut. Und noch eines, weil wir gerade die aktuelle Diskussion auch um Ihren Berater, den Herrn Lockel, haben, der mit der Scheibtruhe schon fast 1,4 Millionen Euro aus dem Klimaschutzministerium hinausgeführt hat, ja, mit Verträgen, wo ich mir gar nicht ausmalen möchte, was da los gewesen wäre, wenn das im freiheitlichen Umfeld passiert wäre, wenn man so eine Agentur beschäftigt hätten um 1,4 Millionen Euro, und das in Zeiten wie diesen, das nur nebenbei. Also wir werden ganz genau darauf schauen, dass das eben dort nicht stattfindet, und ich hoffe auch, Herr Bundesminister, und da bin ich gespannt, wie Sie das handhaben werden, dass wie diese Zusammenlegung kommuniziert wird. Haben Sie da schon wieder irgendeine Agentur in der Pipeline, die dann wieder 100.000 Euro dafür kassiert, dass sie erklärt, was wir eigentlich heute beschlossen haben, oder nimmt man davon Abstand? Was uns auch wichtig ist, Herr Bundesminister, wenn es in Zukunft darum geht, Führungspositionen da drinnen zu besetzen, natürlich gehen wir davon aus, dass das mit höchster Transparenz passiert und dass das nicht in irgendwelchen Sidelettern aufgelegt ist und eigentlich schon vorbesprochen ist. Also wenn alles das klappt, dann sind wir da auf einem guten Weg. Und vielleicht zum Abschluss, Herr Bundesminister, noch eine Bitte, oder nein, nicht eine Bitte, sondern ein Verlangen von uns Freiheitlichen. Es ist hoffentlich klar, dass diese zusammengelegten Dienste natürlich auch selbst Studien erstellen werden und, wie die Kollegin Kocharowitz jetzt gesagt hat, dass das auch in einer Art und Weise Open-Source-mäßig passiert, dass man auch darauf zugreifen kann. Und ich hoffe tatsächlich, dass dieses Institut jetzt nicht dann wiederum dahergeht und dann vielleicht dann externe Studien vergibt oder sonst irgendwas macht. Also auch da muss uns klar sein, nach den Vorfällen, die jetzt im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss aufgelöst werden, nach den Vorfällen mit dem Herrn Lockel, der da ganz gut kassiert, sollten wir uns diese Blöße nicht geben. Wir sollten dafür Sauberkeit in der Politik sorgen und, wie gesagt, keine externen Spielereien. Die sind gut genug aufgestellt, um ihre Sachen selber zu machen. Christian Hafenecker von der FPÖ befürwortet die Zusammenlegung der Zentralanstalten für Geologie und Meteorologie, fordert aber maximale Transparenz, etwa bei Postenbesetzungen ein. Er ist außerdem Obmann des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung.